Viele Einsteiger machen genau diesen Fehler in Jetpack Compose. Sie behalten ihren State im Composable. Klingt harmlos, aber es sorgt für schwer testbare und unflexible Komponenten. In diesem Video zeige ich dir, was State Hoisting ist und warum du es immer verwenden solltest. Wir beginnen mit einem einfachen Beispiel. Ich habe hier ein Counter-Composable. Dieses Counter-Composable hat genau eine Aufgabe. Es soll mir beim Zählen helfen. Mein Zählerstand habe ich hier in einem State angelegt. Wann immer ich auf den Button drücke, erhöhe ich diesen State. Ein nettes kleines Composable, hat aber viele Probleme. Mein Zählerstand ist gefangen in dem Counter. Wenn ich diesen Counter an anderer Stelle wiederverwende, ich kann ihn gar nicht verwerten. Ich habe keine Chance, an den Wert ranzukommen. Ich kann diesen Zählerstand gar nicht zurücksetzen. Drückt der Nutzer nun 42 Mal auf den Knopf, er kann ja nie wieder von vorne anfangen. Er bleibt immer bei dieser Zahl stehen. 42. Die Antwort auf alle Fragen des Universums. Aber nicht unbedingt das, was ich in meiner App haben möchte. Ich kann meinen Counter auch nicht testen. Zählt er auch richtig hoch? Was passiert, wenn ich das 43. Mal draufklicke? Erhöht sich der Wert wirklich nochmal oder bleibt er bei der 42 stehen? So viele Probleme mit einem kleinen Counter. Und all diese Probleme lösen wir mit State Hoisting. Dazu habe ich meinen Counter ein bisschen umgeschrieben. Der Counter selbst besitzt keinen State mehr. Er ist zu einer Stateless Component geworden. Nunmehr erhält er von außen einen Wert, den er bitte anzeigen soll, und in die andere Richtung reicht er den Callback von meinem Klickhändler aus dem Button einfach nach außen hin weiter. Hoppla, jemand hat den Knopf gedrückt. Bitte erhöhe meinen Zählerstand. Ich habe hier nun ein umschließendes Composable. Dieses Composable hält nun den State für meinen Zählerstand. Effektiv habe ich meinen State gehoistet. Gehoistet, das heißt, ich habe den Wert nach oben gehoben in eine andere Komponente. Gewonnen habe ich dadurch nun, mein Counter wiederverwendbar ist. Ich kann ihn 10-mal in meiner App verwenden. Ich kann 1000 Counter auf einen Screen packen. Jeder davon kann einen individuellen Zählerstand haben und weiter verwursten. In meiner Business Logic zum Beispiel. Dadurch, dass ich Zugriff auf den Callback und den Eingabewert habe, kann ich dafür nun auch einfache Tests schreiben. Ihr seid immer noch nicht überzeugt, dass State Hoisting eine gute Idee ist? Dann lasst uns doch mal einen etwas komplexeren Use Case ansehen, den ihr in jeder typischen App wiederfindet. Jedes gute Android-Tutorial muss eine To-Do-Liste beinhalten. In unserem To-Do-Listen-Screen haben wir eine Liste von To-Dos. Wir haben einen State, der kontrolliert, ob ein Eingabedialog angezeigt wird. Und auch einen neuen Task, den der Benutzer anlegt, haben wir hier als State hinterlegt. In unserem Composable ist am Ende alles zusammengepackt. Ich habe hier eine Column, in der To-Dos angezeigt werden. Da hängt ein Button drin, um den Dialog anzuzeigen. Auch der Dialog hängt hier drin. Alles miteinander verwurstet in ein einzelnes Composable. Ja, passt doch. Was ist das Problem? Gehört ja alles zusammen. Ja und nein. Was definitiv nicht zusammengehört, die Anzeige von To-Do-Listen-Items und das Erstellen von neuen. Das sind unterschiedliche Verantwortlichkeiten. Und wenn wir beides zusammenpacken in eine Komponente, dann verstoßen wir gegen das Single Responsibility Pattern. Wir haben keine Chance, an die Werte hier ranzukommen. Wir können das nicht testen, um sicherzustellen, dass unsere Elemente auch tun, was sie tun sollen. All das kriegen wir in den Griff, wenn wir State Hoisting verwenden. Wir fangen damit an, unseren To-Do-Listen-Screen zu zerlegen. Erstellen wir uns eine eigene To-Do-Liste, bekommt eine Liste von To-Do-Listen-Items, die angezeigt werden sollen. Jedes Mal, wenn der Benutzer auf den Button drückt, geben wir diesen Callback einfach nach außen. Da soll sich doch bitte jemand anders drum kümmern. Wir kümmern uns nur darum, das Ganze zur Anzeige zu bringen. Habe ich in meiner App mehrere To-Do-Listen, kann ich diese Komponente schon wiederverwenden. An beliebig vielen Stellen. Testbar ist sie auch. Wunderbar. Teil 1 von unserem Refactoring ist ein Erfolg. Wir ziehen diese ganze Dialoglogik raus in ein eigenes Composable. Wir melden nach außen zurück, wenn der Benutzer einen neuen Task-Namen hier eingegeben hat.
Das bekommen wir dann bitte auch wieder zurück, wenn es jemand von außen validiert hat. Damit wollen wir nichts zu tun haben. Wir sind einfach nur der Dialog, der Befehle vom Benutzer entgegennimmt. Wenn zum Beispiel der Dialog geschlossen wird, wenn der Benutzer einverstanden ist mit dem Tasknamen, wir geben das nach außen, wir hoisten den State. Wenn wir uns das Ergebnis in unserem verbesserten To-Do-Screen anschauen, sehen wir, wir haben ein eigenes Composable für die Anzeige unserer To-Do-Liste. Dem übergeben wir einfach die anzuzeigende Liste und wenn immer der Benutzer auf den Knopf drückt, um einen neuen Task anzulegen, kümmern wir uns darum, dass der Dialog angezeigt werden soll. Und genauso ist es mit dem Dialog. Der Dialog selber macht eigentlich gar nicht mehr so viel, außer dem Benutzer eine Interaktion anzubieten und das Ganze Verwursten von einem neuen Task mit den bestehenden Tasks übernimmt nun unsere umschließende Komponente. Jetzt fragt ihr euch sicher, was habe ich denn jetzt gewonnen? Ich habe hier immer noch meinen To-Do-Listen-Screen, der eigenen State hält. Wir haben wiederverwendbare Komponenten geschaffen. Unsere To-Do-Liste, unseren Dialog. Das heißt, wenn ich jetzt einen zweiten To-Do-Listen-Screen baue, muss ich nicht alles von vorne implementieren. Ich kann das wiederverwenden. Ich kann die Komponenten auch testen. Wir haben sie testbar geschrieben. Und ich kann jetzt natürlich auch noch einen Schritt weiter gehen. Ich kann diesen State noch weiter hoisten. So weit es geht nach oben damit, mit dem State. Die nächst bessere Möglichkeit zum Hoisten des States ist es, ihn in ViewModel auszulagern. Dann habe ich in meinem Composable gar keinen eigenen State mehr, sondern der State kommt nur noch aus meinem ViewModel. Wir haben Testbarkeit geschaffen, wir haben unsere Komponenten vereinfacht und wir haben Verantwortung richtig aufgeteilt. Ich hoffe, ihr konntet nachvollziehen, warum State Hoisting so mächtig ist in Compose und warum ihr es wirklich immer tun solltet. Schreibt doch gerne eure eigenen Erfahrungen mit dem State Hoisting Pattern in Compose in die Kommentare. Wenn ihr noch weitere Best Practices zu Jetpack Compose lernen wollt, schaut euch doch dieses Video hier als nächstes an.